In ganz Deutschland sind sie unterwegs, die Erbenermittler. Es geht um viel Geld und darum, wer es erbt. Dabei kann es jeden treffen, auch Ihre Familie. Stellen Sie sich mal selbst vor, es klingelt jemand bei Ihnen an der Tür und sagt, ich vermittle Ihnen ein größeres Vermögen, Sie haben geerbt. Für den Betreffenden ist das wie Tausend und eine Nacht, also so ein Goldregen, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Doch beim Erben geht es sehr ungleich zu. Manche erben viel und können es kaum glauben. Ernsthaft? Da will mich einer verarschen. Andere dagegen erben nur wenig. Albern ist das hier, ja. Wer möchte bitte schön sowas anziehen? Wir sind nicht mal mehr die Kleiderkammer. Und wieder andere haben Pech und erben gar nichts. Ist kein Testament da, ich habe keine Chance. Ich war immer arm, bleibe ich arm. Beim Erben kommen die traurigsten Schicksale zum Vorschein. Ich frage mich, wie man so leben kann. Und meist geht es dabei vor allem um eines, die Familie. Familie ist meistens das Schlimmste, was es gibt. André Ulrich ist Erbenermittler. Wenn ein Mensch stirbt und es weder Nachkommen noch ein Testament gibt, dann beginnt seine Suche nach möglichen Erben. Es geht hier um mehrere Millionen Euro. Das Vermögen des Mannes, der früher angesehenes Mitglied dieses Tennisclubs war. Ein Gericht hat Ulrich beauftragt, nach Angehörigen zu forschen. Dafür muss er das Leben des Verstorbenen rekonstruieren. In der Regel ist das eine Person, die sehr einsam war, die verstorben ist. Keine Kinder hinterlassen, keine Geschwister, die Eltern schon lange tot. Und dann versuchen wir nachzuvollziehen, wer als Erbe in Frage kommt. Die Leidenschaft des Mannes führte Ulrich hierher in den Club. Viele Freunde, Häuser in Frankreich. So war wohl sein Leben. Doch sein Tod war einsam, ohne Familie, ohne Nachkommen. Soll sehr verwirrt gewesen sein, hatte aber einen Bezug zu Frankreich. Und in den Akten konnte ich lesen, dass es eventuell ein außereheliches Kind gegeben haben soll. Was ich natürlich dringend suche, wenn mir jemand Hinweise geben würde auf dieses Kind, dann hätte ich mein Erben. André Ulrich will dieser Spur folgen. Er hofft, dass ehemalige Tennisfreunde mehr wissen. Wann ist er gestorben? 2014. Der war hier Mitglied? Ja. Mehr als 20 Jahre, glaube ich. Seine Arbeit ähnelt der eines Detektivs. Er darf nicht lockerlassen, muss Indizien sammeln, einen Fall lösen. War zweimal verheiratet, alle Ehefrauen tot und keine Geschwister. Ja, den kenne ich. Horst aus Königsberg. Ja. Wie so oft gestaltet sich die Suche zäh. Doch dann endlich jemand, der den Toten besser kannte. Er war sehr elegant, nur im Blazer, Krawatte und immer schick. Und die Frau auch immer elegant, immer schick und immer den ganzen tollen Schmuck um. Doch die letzten Jahre des Verstorbenen waren weniger glamourös. Dement geworden, vegetierte er im Heim vor sich hin. Vielleicht ist das mit dem außerehelichen Kind in dieser Zeit gewesen, wo das nicht mehr so ganz alles stimmig war in seinem Leben. Da ist er nicht mehr alleine weggegangen. Ja, aber ich meine, dass er sich das vielleicht dann zurecht konstruiert hat. Das könnte schon sein. Weil er sehr an Frankreich hing und dann hat er vielleicht überlegt, ach, ich hatte keine Kinder, vielleicht, ach, ich hatte vielleicht doch irgendwann mal was, vielleicht ist ja da ein Kind draus entstanden oder so. Dass das irgendwie so, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also wenn, denn ist es also, es kann ja auch in Berlin gewesen sein, da will ich nicht sagen. Also ich weiß nicht, wie er seine Freizeit verbracht hat. Wem hatte der Mann etwas erzählt? Wer stand ihm in den letzten Jahren nahe? Von wem könnte Ulrich etwas erfahren? Also da gibt es hier in Berlin, das war eine Ärztin, Frau Dr. Und diese Frau Dr., die war die Ärztin von den beiden. Und die wird vielleicht was wissen. Zwei Telefonnummern nimmt Ulrich mit. Keine schlechte Ausbeute. Wenn das eine Spur ist, der ich nachgehe und wenn sich daraus was ergeben würde, wäre perfekt. Die Deutschen vererben jedes Jahr ein riesiges Vermögen, bis zu 400 Milliarden Euro. Das Berliner Büro der Erbenermittler. Arbeitet Ulrich an einem Fall, dann zeichnet er nach und nach einen Stammbaum der Familie. Oft über Jahre. Der kann dann schon mal größer werden. Also ich schätze mal, dass das vielleicht 4 Meter sind.
das zwischendurch immer wieder aufgetrennt, zusammengeklebt, wenn doch noch ich ein Kind gefunden habe, was dazwischen kommt. André Ulrich ist studierter Historiker. Seine Arbeit führt ihn in die Vergangenheit und rund um die Welt. Das ist für mich auch jedes Mal spannend, wo die Reise hingeht, wo man letztendlich die Erben findet. In Deutschland, in Amerika, Südamerika, Australien. Jetzt hatte ich eine Familie, da habe ich zwei Erben in Indien gefunden. Herr Ulrich? Ja? Könnten Sie gerade mal mit zu mir rüberkommen? Jawohl. Es droht ein neuer Fall. Ein Auftrag für die Erbenermittler. Ja, Herr Ulrich, wir haben einen neuen Fall reinbekommen. Wir haben schon ein paar Fakten. Erblasser 63 verheiratet, seine Ehefrau 98 verstorben. Und der gemeinsame Sohn ist bei der Geburt bereits verstorben. Weitere Kinder sind nicht da. Und die Mutter des Erblassers ist bereits 1933 verstorben. Und jetzt müsste dieser Fall weiter ermittelt werden. Ich darf Ihnen den übergeben. Wenn Rückfragen sind, können wir dann gerne noch mal drüber sprechen. Dann viel Erfolg bei der Ermittlung. Danke. André Ulrich macht sich sofort an die Arbeit. Findet er einen Erben, bekommt seine Firma rund ein Drittel des Vermögens. Im Falle des verstorbenen Herrn König lohnt das. Der Nachlass beläuft sich auf 155.000 Euro und ein paar Cent. Doch dafür muss er erstmal erfolgreich sein. Ansonsten bleiben die Erbenermittler auf ihren Kosten sitzen. Und das Erbe geht an den Staat. Holger Siebert ist hier der Chef. Er arbeitet nicht nur als Erbenermittler, sondern auch als Anwalt für Erbrecht. Sein aktueller Fall ist ein Klassiker. Geschwister, die sich um ein Haus streiten. Für seinen Mandanten hat Holger Siebert die Immobilie schätzen lassen. Ich denke mal, er geht von einem höheren Wert aus. Bei dieser Angelegenheit, der wird eher überrascht sein. Denn es kommt wie immer auf die Lage an. Das ist schon sehr provinziell und weg vom Schuss, um es mal salopp zu sagen. Also ich denke mal, da werden die Investoren nicht Schlange stehen. Ab vom Schuss, aber eben doch ein Zuhause. Andreas S. hat immer in dem Haus in der brandenburgischen Provinz gelebt. Hier die Mutter und den Stiefvater bis zum Tod gepflegt. Hier will er bleiben. Das ist meine Heimat. Das war mein Zuhause und ist noch mein Zuhause. Ist endlich schade drum, wenn es veräußert werden müsste. Denn jetzt erheben die zwei leiblichen Söhne aus der ersten Ehe des Stiefvaters Anspruch auf ihren Anteil am Erbe. 30 Jahre hatten sie ihren Vater kaum gesehen. Das Haus kennen sie nicht. Ja, mich ärgert eigentlich daran, dass einige Leute sich um nichts kümmern, aber erben wollen. Dann auch noch diesen gewissen Anteil, Pflichtanteil haben, ein Recht darauf haben, um das auch dann auch gesetzlich einzuklagen. Und das ist das, was mich am meisten ärgert. Der Stiefvater hatte die eigenen Söhne enterbt. Doch der Pflichtanteil steht ihnen zu. So will es das Gesetz. Andreas S. hat nicht viel. Um seine Stiefbrüder auszuzahlen, müsste er sein Zuhause verkaufen. Im Haus ist die Zeit stehen geblieben. Alles ist so, wie es die Eltern hinterlassen haben. Denn eigentlich sollte ein Notar vorbeikommen, um den Wert der Besitztümer zu schätzen. Wegen des Erbstreits. Dadurch durfte ich hier nicht ausräumen, nicht verändern, weil ja alles notariell beglaubigt wird, was an Wertsachen ist und nicht. Um das dann eventuell zu veräußern und ihr dann als Geschenk zukommen zu lassen. Und ich sehe nicht ein, dass ich jetzt die Kosten noch trage. Deswegen war der Notar bis heute nicht da. Andreas' Leben ist stehen geblieben. So, hier sind wir in das elterliche Schlafzimmer. Dann kommt man hier hin und immer wieder dieser alte Kram. Ich hätte das hier schon alles rausgeräumt und würde Jenne hier komplett einziehen. Alles nutzen. Albern ist das hier, ja. Wer möchte bitte schön sowas anziehen? Ja? Wer zieht sowas noch an? Weil man irgendwann wächst einem über den Kopf, weil das einem zu viel ist. Weil das sich auch ewig hinzieht und man sieht kein, ich sag mal, kein Licht am Tunnel. Dennoch hängt er sehr an dem Haus. Und das, obwohl auch die Erinnerungen weniger glücklich sind. Liebe? Ne. Liebe, ich hab nicht viel. Tja, Schläge, angebrüllt zu werden, immer einsatzbereit zu sein.
Und dann irgendwann jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, man stumpft ab. Man sagt, man muss das irgendwann loswerden. Obwohl man das nie los wird. Ja, ich sag mal, durch das Erben wird dieses ganze Familienleben teilweise auseinandergerissen. Noch schlimmer, wie es vorher eventuell war. Und Familie ist meistens das Schlimmste, was es gibt. Wenn Geschwister untereinander erben, das geht zurück auf irgendwelche Ereignisse, die in früher Kindheit stattgefunden haben. Das ist so ungefähr das Schwierigste, was es gibt für einen Anwalt. Heute wollen Andreas S. und Holger Siebert beratschlagen, wie sie in dem Erbstreit zwischen den Geschwistern weiter verfahren wollen. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Mir ist gut, Herr Siebert. Ja, bei dem Wetter kann's ja nur gut gehen. Ja, genau so ist es. Und das ist das Objekt? Ja, das ist das Objekt der Begierde. Wir können mal wieder so einen kleinen Rundgang noch machen. Ja. Zeige ich Ihnen das nochmal, um was sie sich so alle streiten. Der Erbrechtsanwalt hat den Schätzwert des Hauses mitgebracht. Doch zunächst bekommt er eine Führung. Das ist alles so geblieben, wie jetzt so verlassen wurde. Ja, ja. So. Da ist doch nichts neu gemacht worden. Nee, hat man ja besprochen gehabt. Ja, ja. Ich habe hier nichts weiter verändert, außer mal die Möbel hin und her gerückt. Und das war's. Ja. Für Andreas S. ist nun der Moment der Wahrheit gekommen. Wir haben mal versucht, hier eine Wertgröße zu ermitteln, was hier diese Liegenschaft angeht. Es ergibt sich dann aufgrund der Grundstücksfläche ein reiner Grundstückswert von etwa 34.000 Euro. Ach, nur das nackte Grundstück. Nur das nackte Grundstück. Und für die Baulichkeiten, die da draufstehen, aufgrund des Zustandes, das ist ja jetzt nicht modernster Wohnungsbau, hier ist ein großer Reparaturstau, hat der Makler gesagt 25.000 Euro. Sodass wir, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt mal über einen ganz dicken Daumen gehen, das Gesamtobjekt mit etwa 60.000 Euro taxieren könnten. Also sprich, nach Abzug von allen sämtlichen Kosten ist nichts mehr da. Ja, das werden wir gleich noch sehen, was noch da ist. Da sich die Gegenseite seit Monaten nicht mehr meldet, entscheiden sich Andreas S. und sein Anwalt dafür, die Sache auch von ihrer Seite ruhen zu lassen. Gesetzlich erlischt der Erbanspruch nach 3 Jahren. Das hieße aber in Konsequenz, dass das Damoklesschwert des Pflichtteilsanspruchs während dieser gesamten verbleibenden Restzeit hier über Herrn schwebt. Noch 1,5 Jahre muss Andreas S. ausharren. Mit ungewissem Ausgang. Denn die Brüder können sich jederzeit wieder melden. Viele denken, ach, ich erbe was, hurra, ich bin jetzt reich. Also nach meiner Feststellung jetzt ist es mehr ein Flug als ein Segen. Währenddessen ist Erbenermittler André Ulrich bei seinen Recherchen im Fall König auf eine Sackgasse gestoßen. Es gibt halt keine direkten Abkömmlinge und es gibt auch keine Geschwister, weil er war ein Einzelkind. Und dann suchen wir quasi von seiner Mutter die Geschwister und um das herauszubekommen, müssen wir wissen, wer die Großeltern waren. Am nächsten Tag macht sich Ulrich auf den Weg ins Berliner Landesarchiv. Dort lagern die Akten aller in Berlin jemals getätigten Behördenvorgänge. Und hoffentlich auch Hinweise auf das Leben der Großeltern des verstorbenen Herrn König. Guten Tag, ich bin Herr Ulrich. Ich hatte Personenstandsbücher bestellt. Ehebücher, Sterbe, Geburteneinträge. Ich schau mal. Die Suche in Archiven ist das täglich Brot der Erbenermittler. André Ulrich kann sich dennoch kaum etwas Spannenderes vorstellen. Wo möchten Sie hin? Dort drüben. Er erhofft sich viel von der heutigen Recherche. Vielen Dank. Das Ziel ist, in der Linie König den Ursprung der Familie König zu finden, um dann dort anzusetzen, um weiter zu recherchieren. Weil im Endeffekt muss ich meinem Stammbaum wieder runter und muss auf Lebende stoßen. Die Kinder und deren Kindeskinder, denen heute ein Erbanteil zusteht. Doch die Suche nach der Familie des Großvaters verläuft ins Leere. Bei der Linie der Großmutter dagegen hat Ulrich Glück. Ich habe die Heiratsurkunde der Großeltern gefunden. Interessant. Führt nach Konitz,
Dort ist der Ursprung der Großmutter, damaliges Westpreußen. Nun geht es darum, die Geschwister der Großmutter zu suchen. Deren Enkel und Urenkel könnten als Erben in Frage kommen. Endlich ein Erfolg. Mit Abstrichen. Hätte mich mehr darüber gefreut, wenn hier stehen würde, wohnhaft Berlin und nicht gerade Konitz, weil Konitz, Polen, ist doch aufwendiger. Jetzt muss ich meine polnischen Kollegen bitten, dort weiter zu recherchieren. Es hätte da auch stehen können, in Amerika geboren. Das wäre natürlich noch fataler gewesen. Die Suche geht weiter. In Polen. Der Bergmann-Kiez, der Szenebezirk der Hauptstadt. Hierhin hat es heute den Erbenermittler Holger Siebert verschlagen. Wir sind hier in Berlin-Kreuzberg, in der Kreuzbergstraße. Und das ist, ich sag uns mal, ein pulsierendes Viertel hier in Berlin. Sicherlich die Immobilien hier sehr schwer zu erwerben sind. Deswegen hat Glück, wer hier ein Haus erbt. Es ist ja in unserem Job immer so, dass wir Leute ermitteln, die von ihrem Glück eben nichts wissen und dann eben zu völlig überraschendem Reichtum kommen. Heute trifft er so einen Glückspilz. Die Erbenermittler haben Peter Lenz zu einem Haus im Bergmann-Kiez verholfen. Siebert von der Gengesellschaft für Erbenermittler. Schön, dass wir uns auch mal persönlich sehen. Hier vor dem Objekt der Begierde. Was hat er gedacht, als sich die Erbenermittler bei ihm meldeten? Ernsthaft? Da will mich einer verarschen. Es klingt absurd, ja. Es ist schon irgendwo so wie eine Geschichte, so wie bei Lotterie. Hier haben sie einen Check und freuen sie sich, so sinngemäß, ja. Peter Lenz hat die Großtante, von der er geerbt hat, nur einmal gesehen. Ein gut gehender Metzgereibetrieb hat sie reich gemacht. Und jetzt ihn. Zusammen mit seinem Anwalt betritt er ihre Wohnung zum ersten Mal. Oh ja. Das ist ja mal eine schöne Tapete, ja. Maja, wenn ich drüber nachdenke, wann hier das letzte Mal renoviert wurde. Ist ja wirklich schön. Hier zu leben kann sich Peter Lenz nicht vorstellen. Er will verkaufen. Ich frage mich, wie man so leben kann. Also runterkommen ist noch harmlos, würde ich sagen. Also auf jeden Fall nie irgendwas gemacht scheinbar. Also nicht viel. Die alte Dame war reich, aber einsam und schwierig. Nach der Wende hatte Peter Lenz Vater versucht, die Tante aus dem Westen zu besuchen. Er war zwei oder dreimal hier nach der Wende. Ist aber immer sehr unhöflich abgespeist worden. So nach dem Motto, er kommt hier nur als Schmarotzer her und will hier nur irgendwas haben. Und ist dann irgendwann auch nicht mehr hergefahren, weil er sagt, das muss er sich nicht antun. Die hat die Ossi sowieso gehasst. Das hat auch die Frau Reigand hier, die Verwalterin, war bestätigt, dass das hat sie sowieso nicht. Das war ihr sowieso nicht. Ich weiß nicht, ob es im Haus noch schönere Wohnungen gibt. Also so schön ist die Wohnung immer noch. Ironie der Geschichte. Nach dem Tod der alten Dame erbt gerade die ungeliebte Ostverwandtschaft ihr Haus und ihr Vermögen. Sie wollte ja nie, dass irgendjemand aus der Verwandtschaft überhaupt irgendwas erbt. Und nun ist es halt so. Doch ganz so einfach war das mit dem Erben nicht. Denn plötzlich meldete jemand anders Anspruch auf das Vermögen an. Eine Frau behauptete, es gäbe ein handschriftliches Testament, das sie als einzige Erbin einsetzt. Ich kenne die Frau gar nicht. Ja, also die hat wohl hier im Haus oder nebenan in einem Restaurant gearbeitet und hat dann auch ab und zu auf Bestellung Essen hierher gebracht und hat dann das Geschirr auch wieder abgeholt. Mhm. Also auf dieser Basis bestand da wohl ein persönlicher Kontakt. Die Frau zog vor Gericht, um zu beweisen, dass sie erbberechtigt sei. Doch das angebliche Testament war nicht auffindbar. Im Ergebnis ist diese, sage ich mal, vermeintliche Testamentserbin damit nicht durchgedrungen, weil sie den Nachweis nicht führen konnte, dass es ein Testament mit dem von ihr gewünschten Inhalt überhaupt gegeben hat. Das Testament blieb verschwunden und so erbte Peter Lenz. Die Frau, die geklagt hatte, konnte ihren Anspruch nicht beweisen. Diese Frau ist Dorota Kajet. Sie arbeitet als Kellnerin in einem Steakhouse. Dort lernte sie auch die alte Dame kennen, mit all ihren Eigenheiten und ihren Ritualen. Also sie sah immer auf den Tisch, das ist Nummer 14. Das war ihr Stammplatz. Sie ist immer hier, hat sich hingesetzt, so eine gemütliche Ecke. Sie ist jeden Tag gekommen und Tomatensuppe bestellt, Zander mit Butter gebraten, mit Brokkoli und zerquetschte Kartoffeln sollte sein. Und hat sie Becks alkoholfreies getrunken.
Später, als die Frau immer gebrechlicher wurde, brachte ihr Dorota Kajet das Essen nach Hause. Direkt neben dem Restaurant. Zunächst durfte sie nur bis an die Wohnungstüre kommen. Ich glaube, der Durchbruch war, wo ich wirklich den Mut zusammengenommen habe und bin ich in die Wohnung reingekommen. Und da fing das wirklich so, dieser Nähekontakt, wo ich dann kam und immer wieder länger bleibe. Und dann ist es das ganze Beziehung entstanden. Die alte Dame war spürbar einsam und krank. Dorota Kajet begann sich um sie zu kümmern, sie zu pflegen, über Jahre, jeden Tag. Das ging auch zu Lasten ihres eigenen Familienlebens. Davon können ihre Kinder berichten. Sie hat ja öfter mal immer wieder angerufen und hat immer nach meiner Mutter gefragt. Und ja, also wir haben auch oft öfter mit ihr telefoniert, weil ihr ging es ja also oft nicht gut. Und dann hat sie mal gefragt, wo ist denn eure Mama? Ich habe schon so lange eure Mama nicht mehr gesehen, obwohl sie gestern noch dort gewesen ist. Also sie hat sehr oft angerufen und wir haben schon sehr viel mitbekommen. Ja. Geld hat die alleinerziehende Mutter für ihre Arbeit nie bekommen und auch nicht verlangt. Aber sie sollte erben. Und sie hat auch gesagt, ich würde dich absichern. Also wir wollten endlich nächsten Tag noch zum Notar gehen. Ich habe in diesem Moment nicht gedacht, dass sie stirbt. Am nächsten Tag ist die alte Dame tot. Dorota Kajet sagt, es habe ein handschriftliches Testament gegeben, doch das kann niemand finden. Vor Gericht verliert sie deswegen, trotz Zeugen. Ist kein Testament da, ich habe keine Chance. Also nutzen keine Zeugen, nutzen nichts. Also da bringt nichts. Wenn ist der Zettel weg, ist es weg. Sie hat schon versucht, was sie versuchen kann, aber wir müssen weiterleben. Das ist, wir hoffen nur noch, dass sie jetzt nicht auf Kosten sitzt und irgendwie fürs Gericht oder so zahlen muss, weil das wäre dann wirklich schwierig für uns, aber ja. Die Gerichtskosten betragen fast 20.000 Euro. Zurück im Berliner Büro der Erbenermittler. Du musst mir mal helfen. Oh. Ich muss mit unseren Kollegen in Polen sprechen. Okay. André Ulrich wartet noch immer auf Antwort aus Polen. Er hofft auf Neuigkeiten im Fall König. Doch dafür muss erst einmal die Verbindung stehen. Ich hatte dich ja gebeten, dass du in meinem Fall König nach Geschwistern von der Großmutter Franziska König recherchiert. Habt ihr da irgendwie was gefunden? Ja, also ich habe gestern eine Antwort vom Staatsarchiv Blomberg bekommen. Also jetzt weiß ich, dass die Großmutter Franziska König hat 8 Geschwister. 8? Oh, das ist ja, ja erfreulich. Da haben wir noch viele Menge Sachen zu suchen. 8 Geschwister, also erste Kind, Margarete, dann gibt es Theodor. Der Erbenermittler bekommt die Namen der Geschwister von Horst Königs Großmutter. Mit diesen muss er wieder in die Archive. Ein letztes Kind ist Nina. Also ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns. Genau, ich rufe dich an. Findet er lebende Enkel und Urenkel, hat er endlich seine Erben. Ein letztes Mal noch möchte Dorota Kajet die Wohnung der alten Dame besuchen, die sie jahrelang gepflegt hat. Die Frau, von der sie erben sollte und von der sie dann doch nichts bekam. Früher war sie fast jeden Tag hier. Ja, endlich, ich habe hier viele Jahre verbracht. Es ist seltsame Gefühle, aber meine Hände spitzen gerade. Sie saß immer auf ihrem Sessel. Hat Fernseher geguckt. Ja, und dann, wo ich sie tot aufgefunden, lag sie hier am Boden. Erinnerungen an den Tod der alten Dame. Aber auch Erinnerungen an die Tage mit ihr. Ein Leben, das sie hier alleine verbrachte. Außer wenn Dorota Kajet kam. Manchmal hat sie mit mir gemeckert, dann hat sie gesagt, ich komme nicht wieder. Aber dann hat sie angefangen zu heulen wie ein kleines Kind. Dann haben wir uns im Arme genommen und es war wieder gut. Manchmal hat sie mit mir geschimpft und geschrien. Habe ich gefragt, warum? Sagt sie, weil ich sonst niemanden habe. Und das ist so, ja, es ist traurig, aber man kann nicht enden. Sie weiß, wie unglaublich ihre Geschichte klingt. Doch sie ist sich auch ganz sicher, am Todestag der alten Dame hatte das handschriftliche Testament neben dem Bett gelegen.
Später war es dann einfach verschwunden. Ich weiß es, was ich gesehen habe. Das ist das. Das ist das Schlimme, weil ich will nicht das polnische Mädchen, hier, gierige polnische Mädchen darstellen, weil das bin ich alles, aber nicht das. Und das war auch diese ganze Zeit. Das, natürlich geht auch um das Haus, die ich mich fühle wie zu Hause. Aber das geht um diese Gerechtigkeit. Das geht um meinen Ruf, um meine, weiß nicht, Würde. Sie wollte es. Das Leben der alleinerziehenden Mutter könnte jetzt ein anderes sein. Weiß sie, wie viel sie geerbt hätte? Schlecht zu schätzen, aber so 2 Millionen bestimmt. Wenn nicht mehr, also Kreuzberg ist es innen. Aber sollte nicht sein. Es wären mit dem Barvermögen 3 Millionen Euro gewesen. Davon hat jetzt Peter Lenz einen guten Teil bekommen. Grundsätzlich sind wir in einer Demokratie. Da gibt es Rechte und Gesetze. Da muss sich jeder dran halten und danach handeln. Und so ist es halt entschieden vom Gericht. Heutzutage, wenn sie nicht schriftlich haben, dann haben sie halt in so einem Fall einen Pech gehabt. Und auch an die Erbenermittler ging rund 500.000 Euro. André Ulrich ist im Fall König fast am Ziel angelangt. Während seiner Suche ist ein umfangreicher Stammbaum der Familie König entstanden. Viel Zeit ist vergangen, als ich angefangen habe, ein Kunstwerk. Er hat die Familie des Verstorbenen bis nach Polen zurückverfolgt und über die 8 Geschwister der Großmutter noch lebende Verwandte in Deutschland gefunden, die jetzt alle erben. Wir haben eine Erbengemeinschaft von 11 Erben. Ein Erbe ist Wolfgang Block, den ich in Konstanz am Bodensee ausfindig machen konnte. Was in Berlin begann, nach Polen führte, endet nun ganz im Süden von Deutschland in Konstanz. Für diesen letzten Teil der Reise macht sich der Chef der Erbenermittler Holger Siebert selbst auf den Weg. Was glaubt er? Warum kümmern sich selbst vermögende Menschen häufig nicht um ihren Nachlass? Das Kernthema ist, dass die meisten Menschen dieses Thema des eigenen Todes verdrängen. Man ist sich zwar von Zeit zu Zeit durchaus bewusst, dass man das regeln müsste, aber dann verschwindet die Idee auch ganz schnell wieder in der Schublade. Tatsächlich versterben 65-75% der Deutschen, ohne ein Testament zu hinterlassen. Und so steht Holger Siebert schließlich vor der Haustüre von Herrn Block. Ja, hier ist. Es müssen letzte Formalitäten geklärt werden, bevor das Erbe endlich übergeben werden kann. Siebert von der Gengesellschaft für Erbenermittlung. Ah, ja. Grüße Sie ganz herzlich. Danke. Schönes Wetter haben Sie hier. Wolfgang Block wuchs in Berlin auf, zog aber dann in den Süden. Sie wissen ja, um was es geht. Ja. Sie sind ja glücklicher Erbe geworden. Ja. Und ich bin heute zu Ihnen nach Konstanz gekommen, weil da natürlich, bis das Erbe zugeführt werden kann, also die Vermögenswerte, noch einige Formalitäten geregelt werden müssen. Und das wollte ich heute gern mit Ihnen tun. Das war ja überraschend so, wissen Sie, dass ich überhaupt Bescheid gekriegt habe, dass es da eine Erbe gibt. Ja. Und ich kannte die Person kaum, kann mich schwach daran erinnern, am Alexanderplatz getroffen zu haben. Doch das ist nicht alles. Im Laufe der Ermittlungen kam es auch zu einer Familienzusammenführung. Na ja, und dann hieß es auf einmal, ich hätte noch einen Bruder. Stiefbruder ist es. Aus Lüttich. Lünich. Von den 155.000 Euro erbt Herr Block 10.600. Wenn Sie noch Fragen haben, können wir da gerne drüber sprechen. Und ansonsten würde ich Sie bitten, das mit Datum zu versehen und zu unterschreiben. Der Rest geht an die 11 anderen Erben. Und an die Erbenermittler. Ja, Herr Block. Also. Nochmals herzlichen Dank, dass das heute mit dem Termin geklappt hat. Gut. Haben Sie eine gute Zeit. Und gute Heimfahrt, gell? Dankeschön. Als Erbrechtsanwalt sind die Sachen ja meistens von Auseinandersetzungen geprägt. Da hat man zwar hier und da das Erfolgserlebnis, aber da, wo Sie auf der einen Seite einen Gewinner haben, haben Sie immer auf der anderen Seite einen Verlierer. Und das ist hier nicht so. Hier haben Sie eigentlich immer nur Gewinner.
Und auch die Geschichte von Dorota Kajet endet mit einem kleinen Sieg. Das Gericht hat ihr die Verfahrenskosten von fast 20.000 Euro erlassen.